ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Seit heute steht die genaue Höhe der Gasumlage fest. 2,419 Cent können die Versorger von Oktober an auf jede Kilowattstunde aufschlagen. Damit holen sie die Preissteigerung nach, die sie bislang nicht an ihre Kunden weitergegeben konnten. Für eine vierköpfige Familie macht das im Jahr ungefähr 500 Euro aus, zusätzlich zum künftig höheren Gaspreis. Für das Ehepaar Wegen ist es die zweite schlechte Nachricht innerhalb von zwei Wochen. Der Hausmeister und die Bürokraft mussten bereits eine Preiserhöhung durch ihren Gasversorger hinnehmen. Jetzt kommt die staatliche Gasumlage obendrauf. Alles ist teurer geworden und jetzt noch das dazu. Ja, es geht einfach nur ans Sparen, ne? Bei Familie Wegen wohnen noch zwei inzwischen erwachsene Kinder mit in der Wohnung. Die neue Gasumlage von mehr als 2,4 Cent bedeutet für eine vierköpfige Familie, die 20.000 Kilowattstunden Gas verbraucht, rund 484 Euro Mehrkosten im Jahr. Für einen Single-Haushalt mit 6.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch wird es allein durch die Gasumlage um etwa 145 Euro teurer plus Mehrwertsteuer. Die jetzt verkündete Höhe der Umlage gilt ab Oktober für zunächst drei Monate. Danach sind Änderungen möglich. Die Energieversorger, wie hier die Stadtwerke in Krefeld, ziehen die Umlage von ihren Kunden ein. Wir müssen für rund 150.000 Gaskunden in alleine unserem Unternehmen die entsprechenden Kenngrößen in den Abrechnungssystemen hinterlegt haben. Und wir müssen natürlich auch unsere Kunden über diese neuen Abrechnungsmodalitäten, die neuen Preise vor allen Dingen, korrekt unterrichten. Bislang ist unklar, wie mit Festverträgen umgegangen wird und ob auch Fernwärmekunden betroffen sind. Fest steht aber, dass es für viele Menschen deutlich teurer wird. Insofern fehlt der zentrale Baustein, die Entlastung, die Hilfspakete auf der anderen Seite, eben für Menschen, die jetzt schon an der Grenze ihrer Belastungsfähigkeit sind mit diesen hohen Preisen der letzten Monate. Der Druck auf die Bundesregierung, einkommensschwächere Haushalte zu entlasten, dürfte nach Verkündung der Gasumlage weiter steigen. Um die zusätzlichen Kosten durch die Gasumlage abzufedern, hatte die Bundesregierung weitere Entlastungen angekündigt. Wie sie konkret aussehen sollen, wird aber in der Ampelkoalition noch diskutiert. Bundeskanzler Scholz bekräftigte, es werde ein drittes Entlastungspaket geben. Außer den Sozialverbänden forderte auch die Industrie staatliche Unterstützung. Manche Unternehmen seien durch die steigenden Gaspreise in ihrer Wettbewerbsfähigkeit bedroht. Sommer in Berlin, alles wirkt unbeschwert. Doch die steigenden Energiekosten und die Gasumlage machen Sorgen. Bei einem Besuch in Norwegen verspricht der Kanzler: Wir werden also ein Entlastungspaket schnüren, das nicht nur die Kosten der Umlage adressiert, sondern darüber hinausgeht. Das steht den Bürgerinnen und Bürgern zu, dass wir sie nicht alleine lassen. Doch wie genau soll die Unterstützung aussehen? Der grüne Bundeswirtschaftsminister betont: Solange das Geld knapp ist und wir nicht alles an Entlastung machen können, was wir uns wünschen, dass wir zielgenau da ansetzen, wo Menschen durch hohe Energiepreise armutsgefährdend sind oder in Armut geraten. Nicht nur auf Zuschüsse setzen, mahnt dagegen der Koalitionspartner FDP. Besser seien Steuerentlastungen für alle. Es geht darum, nicht so viel einzunehmen, also den Bürgerinnen und Bürgern von vornherein, gerade in diesen harten Zeiten der steigenden Energiepreise, nicht so viel wegzunehmen. Deswegen der Vorschlag von Christian Lindner, den ich für richtig halte, für ein Inflationsausgleichsgesetz. Die Linke hält die Gasumlage für grundsätzlich falsch. Sie will den Preis für den Grundbedarf an Gas begrenzen. Wir fordern also ein Grundkontingent, was mit einem Fixpreis versehen wird, sodass die Haushalte sicher sein können, dass sie den Winter über heizen, duschen, kochen können. Eine Idee, die sehr ähnlich auch von der Union kommt. Unser Vorschlag ist ein Gasgrundbedarf für jeden Haushalt. Dass dieser Grundbedarf nicht mehr kostet als im letzten Jahr, das würde vor allem kleinere und mittlere Einkommen eben entlasten, ihnen Planbarkeit geben. Aus der Opposition kommen heute sogar von Union und Linken ähnliche Vorschläge zur Entlastung. In der Ampel dagegen liegen die Vorstellungen, wie man den Bürgern angesichts steigender Energiepreise helfen soll, noch weit auseinander. Was genau die Umlage für Gaskunden bedeutet, dazu finden Sie ausführliche Informationen bei tagesschau.de. Frieren im Winter, bangen um Jobs, was kommt, wenn uns das Gas ausgeht? Darum geht es heute zudem bei Hart aber fair um 21.45 Uhr hier im Ersten.
Die Versorgung mit Gas war auch Thema beim Treffen von Bundeskanzler Scholz mit den Vertretern der nordeuropäischen Länder in Oslo. Die Bundesregierung bemüht sich um eine engere Partnerschaft mit Skandinavien, um unabhängig von Gasimporten aus Russland zu werden. Bei der Energiewende wolle man künftig noch enger zusammenarbeiten, so Scholz. Norwegen etwa hat seine Gasexporte nach Deutschland bereits deutlich erhöht. Der Blick von oben zeigt, warum Norwegen ein Vorbild in Sachen Energieversorgung ist. Mit solchen Wasserkraftwerken generiert das Land bis zu 90% seines eigenen Stromverbrauchs und kann zudem Strom exportieren. Solche erneuerbaren Energiequellen sollen aus der Krise helfen. Darüber waren sich Bundeskanzler Scholz und die Regierungschefinnen und Chefs der Nordländer bei ihrem Treffen in Oslo einig. Wir haben einen gemeinsamen Ansatz. Elektrizität ist der Schlüssel. Wo immer es geht, werden wir Strom nutzen. Das bedeutet, dass wir künftig mehr erneuerbare Energiequellen brauchen. Norwegen ist auch reich an fossilen Energiequellen. Seit den Sanktionen gegen Russland fährt die Öl- und Gasindustrie im Land Rekordgewinne ein. Allein im Frühjahr lieferte Norwegen mit fast 15 Milliarden Kubikmetern doppelt so viel Erdgas wie im Vorjahreszeitraum. Noch mehr Gas aus dem Norden sei aber kurzfristig nicht drin, trotz bester Beziehungen beider Länder. Dennoch bedankte sich der Bundeskanzler nach einem bilateralen Gespräch bei Norwegens Ministerpräsidenten. Auf Norwegen kann man sich verlassen. Und wir sind sehr froh, dass alle Verantwortlichen in Norwegen alles dafür tun, dass sie eine gute Versorgung von Deutschland, von anderen europäischen Partnern gewährleisten können. In Oslo hörte man heute oft von der Vorbildfunktion der Nordländer. Anders als Deutschland sind sie hier dank Wind, Wasserkraft und Wasserstoff unabhängig von russischem Gas. Das könne nun zur Chance in der europäischen Energiekrise werden. Russland will es der Internationalen Atomenergieagentur ermöglichen, das besetzte Atomkraftwerk in Saporischschja in der Ukraine zu untersuchen. Das kündigte eine Sprecherin des Außenministeriums an. Auch heute Abend steht Europas größtes Atomkraftwerk offenbar wieder unter Beschuss. Unterdessen gehen die Gefechte im Osten der Ukraine unvermindert weiter. Bei Angriffen auf die Stadt Kharkiv und in der Region Donbass kamen nach ukrainischen Angaben mindestens 4 Menschen ums Leben. Die radikal-islamischen Taliban haben heute ihre Machtübernahme in Afghanistan vor einem Jahr gefeiert. Kämpfer des Regimes zogen durch die Hauptstadt Kabul, auch an der geschlossenen US-Botschaft vorbei. Die Lage des Landes ist schwierig, die Wirtschaft liegt am Boden. Fast die Hälfte der Bevölkerung ist von akutem Hunger bedroht. Dazu sind die Rechte von Frauen und Mädchen stark eingeschränkt. Laila Basim gehört zu einer Gruppe von Frauen aus Kabul, die immer wieder gegen die Taliban Widerstand leisten. Vor 2 Tagen ein erneuter Protest. Die Taliban schießen, um die Demonstration aufzulösen. Vor dem Jahrestag der Machtübernahme passt es ihnen nicht, dass die Frauen gegen die Burka für ihr Recht auf Bildung und Arbeit demonstrieren. An dem Tag, an dem wir unseren Protest begonnen haben, haben wir die Risiken akzeptiert. Ohne Kampf geht es nicht. Wir können siegen oder wir können besiegt werden. Leider haben wir es mit einer Gruppe zu tun, die ein radikales System gegen Frauen installiert hat. Rückblick heute vor einem Jahr. Die Taliban übernehmen nach 20 Jahren wieder die Macht. Die NATO-Truppen kündigen an, das Land innerhalb kürzester Zeit zu verlassen. Am Flughafen in Kabul bricht Massenpanik aus. Tausende versuchen zu fliehen. Seitdem gibt es zwar keine Anschläge durch die Taliban mehr, aber die Wirtschaft ist eingebrochen. Weite Teile der Bevölkerung leiden unter Hunger. Ich sehe, dass die Taliban auf absehbare Zeit an der Macht bleiben werden. Sie schaffen es, ihre Reihen geschlossen zu halten, zumindest bis jetzt. Und ich sehe da auch mittelfristig keine Änderung. Und das größte Problem ist, dass es keine politische Alternative zu ihnen gibt. Siegesfeiern der Taliban in Kabul heute in der Nähe der geschlossenen US-Botschaft. Außer den Taliban feierte kaum jemand auf den Straßen der Hauptstadt. 6 Tage nach der Präsidentenwahl in Kenia hat die Wahlkommission den bisherigen Vizepräsidenten Ruto zum Sieger erklärt. Er habe knapp 50,5% der Stimmen erhalten, der langjährige Oppositionsführer Odinga fast 48,9%. 4 von 7 Mitgliedern der Wahlkommission hatten sich allerdings kurz vor der offiziellen Bekanntgabe von dem Wahlergebnis distanziert. Die Vizevorsitzende verwies auf einen undurchsichtigen Prozess, nannte aber keine Einzelheiten.
Der Rundfunkrat des RBB hat die zurückgetretene Intendantin Schlesinger mit sofortiger Wirkung abberufen. Das Gremium entschied mit 22 von 23 Stimmen, dass die Vorwürfe gegen Schlesinger eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen. Die Vertragsauflösung muss nun der Verwaltungsrat regeln. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob Schlesinger eine Abfindung verlangen kann. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen sie wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsannahme. Patricia Schlesinger kam selbst zur Sondersitzung des Rundfunkrats des RBB, der heute über ihre Abberufung als Intendantin entschied. Sie begrüßte alle persönlich. 22 Rundfunkräte stimmten später für die Abberufung. Es gab eine Enthaltung. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass der Rundfunkrat des RBB soeben Patricia Schlesinger mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt als Intendantin des RBB abberufen hat. Die Abberufung ist durch Gründe in der Person der Frau Schlesinger bedingt, die eine außerordentliche Kündigung des Dienstvertrags durch den RBB rechtfertigen würden. Die Vorwürfe summierten sich, eine womöglich zu kostspielige Amtsführung. In Frage stehen eine Verquickung von Beraterverträgen und Aufträgen an ihren Ehemann sowie der Verdacht, dass private Abendeinladungen vom RBB bezahlt wurden. Beim RBB selbst ist die Situation angespannt. Auch intern recherchiert ein Team, ob es weitere Vergehen gab. Zudem fordern Reporterinnen und Reporter, dass ins Programm investiert wird. Sie wollen kein Weiter-so. Wir wollen beteiligt werden an der Zukunft dieses Hauses. Es kann nicht sein, dass irgendwelche Gremien irgendwas entscheiden und sagen, so machen wir das jetzt, sondern dass schon der große Wunsch da ist, dass sich die Belegschaft einbringen kann. Patricia Schlesinger hat sich auf der Sitzung entschuldigt, heißt es, zahlreiche Vorwürfe aber auch zurückgewiesen. Die Abberufung der Intendantin gilt als einzigartig in der Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Noch immer ist unklar, was zum massenhaften Fischsterben in der Oder an der deutsch-polnischen Grenze geführt hat. Zunächst war vermutet worden, dass eine Wasservergiftung mit Quecksilber der Grund sein könnte. Das haben polnische Behörden nach ersten Untersuchungen aber ausgeschlossen. Brandenburgs Ministerpräsident Wojtke besuchte heute Lebus an der Oder, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Er kritisierte erneut fehlende Informationen aus Polen. Ein deutsch-polnischer Krisenstab soll nun gemeinsam die Ursache ermitteln. Zum Sport. 4 Medaillen gab es heute für Deutschland bei den European Championships. Vor wenigen Minuten konnte Emma Hinze im Sprintfinale ihr drittes Bahnradgold holen. Maximilian Dörnbach gewann Bronze im 1000 Meter Zeitfahren. Am Nachmittag hatten die Marathonläuferinnen und Läufer bereits 2 Goldmedaillen geholt. Bei dem Sportgroßereignis in München werden Europameisterschaften in insgesamt 9 Sportarten ausgetragen. Ausgepumpt, aber überglücklich. Richard Ringer hat mit einem fulminanten Schlussspurt für eine große Überraschung gesorgt. Der 33-Jährige schob sich auf den letzten Metern an Maru Teferi aus Israel vorbei. Seine Zeit bei der Energieleistung 2 Stunden 10 Minuten und 21 Sekunden. Die Zuschauer am Odeonsplatz aus dem Häuschen. Ja, unfassbar. Ich wollte 2:18 performen, da ging es nicht. Da bin ich das erste Mal in meinem Leben ausgestiegen und jetzt bin ich Europameister. Wahnsinn. Gold gab es auch für die Frauenmannschaft in der Teamwertung. Richard Ringer sicherte sich und der Männermannschaft Silber. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 16. August. Hochdruckeinfluss sorgt morgen verbreitet für sonniges Wetter, bevor ein Tief von Frankreich in den darauffolgenden Tagen teilweise heftige Regenfälle bringt. Im Norden und an den Alpen sind zunächst noch heftige Schauer und Gewitter möglich, mit Starkregen, schweren Sturmböen und Hagel. Sonst klart es vielerorts auf und morgen scheint verbreitet die Sonne. Im Norden und Westen sowie über den Bergen tauchen dickere Quellwolken auf, die am Nachmittag lokale Schauer oder Gewitter bringen. Auf Rügen heute Nacht bis 21, an den Alpen dagegen nur 10 Grad. An der See morgen 24 bis 27, in Südbaden bis 33 Grad. Am Mittwoch Richtung Osten freundlich und heiß und teilweise Regen, der mancherorts von kräftigen Gewittern begleitet wird. In den folgenden Tagen sind regional Unwetter mit Überschwemmungsgefahr möglich, dabei wird es kühler. Um 22.45 Uhr hat Helge Fuß diese Tagesthemen für Sie. Wie gerecht ist die Gasumlage? Fragen an den Vorsitzenden der Linken Schirdewan. Und Bestürzung über Freiers Tod, warum das Walross im Oslofjord sterben musste. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.